Look, part of me, a full part of me is in love. I know we just met, but a part of you is in part of me. That's how I know it's more than just sex. I'm like, oh girl, you're my ghost girl. You take away my breath. And if I break your heart or you break my heart, then there's not a lot of heart left. And I ain't the best at this, that's my exorcist. They'd probably be glad to tell you this. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich esse gerade auf ganz professioneller Basis noch kurz Schokolade. Weil ihr wisst, man muss ja, um gut spielen zu können, einfach auch ordentlich was essen so. Leute, ich hoffe, ihr habt alle bisher einen schönen Tag. Euch geht's gut, hoffentlich. Oh, scheiße. Wie ihr wahrscheinlich heute schon gesehen habt, Leute, will ich heute über das Thema Tattoos reden. Wird, denke ich, ganz interessant, vor allem für Leute, die vielleicht auch über Tattoos nachdenken oder darüber nachdenken, sich einen stechen zu lassen. Ich habe heute übrigens das Flowpack dabei. Das ist das 60k Flowpack mit einem Realistic Sky und einer Lightmap drin. Sieht, finde ich, schon ganz nice aus, so an sich. Mal gucken, was wir damit reißen können in den Runden. Und es läuft gar nicht gut. Die Schokolade hat mich einfach von meinem Takt weggebracht, wisst ihr, wie ich meine? Die Schokolade hat mich aus dem Konzept gebracht, so ein bisschen. Und oh nein, was sehe ich denn da schon wieder in der Mitte? Haben wir da schon wieder ein paar Goldplayer am Start? Deswegen, Tattoos sind ein sehr gefragtes Thema, denke ich, vor allem heutzutage so. Ich muss sagen, ich will auch später mal Tattoos haben. Ich weiß echt nicht, was heute mit mir abgeht, okay? Ich habe keine Kontrolle über meine Steuerung. Ja, deswegen, ich will später auch mal Tattoos haben. Definitiv vor allem so am rechten Arm, rechter Unterarm vor allem, weil den sehe ich ja den ganzen Tag so. Den sehe ich, wenn ich zocke, wenn ich male, wenn ich normal sitze. Eigentlich sehe ich den immer so zu 90% der Fällen und habe den immer im Auge. Und deswegen will ich da irgendwas eigentlich drauf haben, was mich so ein bisschen an vielleicht irgendein bestimmtes Konzept meines Lebens erinnert. Oder irgendwas anderes so. Oh, der. Komm. Und da haben wir den Boss bei mal down. Ich baue mal seinen Spawn ein, weil ich nicht weiß, ob er Vollweb hat. Er hat Vollweb. Glück gehabt. Na dann, Bruder, GG an dich. War ein guter Versuch mit dem Bogen. Hat nur leider nicht. Er ist geliebt, okay. Das Problem. Nee, er kann nicht zurückkommen. Trotzdessen so vielleicht irgendein Motiv so auf dem rechten Arm oder Unterarm, was halt ansprechend ist. Wisst ihr, was man sieht und wo man sich direkt denkt, so, oder wo man weiß, yo, so wollte ich das mal machen und so werde ich das auch weiter durchziehen, wisst ihr? Was so als kleine Motivation vielleicht auch fungiert. Das wäre, denke ich, richtig interessant so. Weil schließlich sind ja Tattoos eigentlich meistens auch da, um Erinnerungen daran zu haben. Oft natürlich auch einfach nur wegen des Motives halber, weil es halt einfach heftig aussieht oder einfach geil aussieht. So, ich erinnere nur an unsere altbekannten Arschgeweihe, die vielleicht manche von euch was sagen. Und was haben wir für Gegner in der Runde? Die Runde ist jetzt gleich auch... Boah, Bruder, nicht dein Ernst. Nein, nein, er hat Full Web. Das Ding ist, ich will die Leute mit Full Web am Bett auch nicht mit 80 Schichten einbauen, um das Web so abbauen zu können. Das wäre, denke ich, ein bisschen doof. Ich versuche mir jetzt mal von seinem Eisenspawner was zu holen. Dass ich mir davon ein Schwert kaufe oder sowas. Ah, lol, mein Mate hatte scheinbar ein Schwert. Dann würde ich beinahe behaupten, GG an die Runde. Ich denke mal, mein Mate bekommt ihn jetzt. Genau, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einer hoffentlich erfolgreicheren Runde wieder. Bis dann. So, Jungs, in der nächsten Runde angekommen. Auf der altbekannten, beliebten Map Platzangst. Und, Alter, dieser Himmel sieht halt schon... Er hat wirklich was... Geiles an sich so. Man denkt einfach, man kann so richtig ewig weit gucken, obwohl es halt einfach nur ein ganz normaler Sky ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das ist schon heftig. Das sieht schon echt nice aus so. Vor allem dann noch mit den Blöcken, mit dem Stil der Blöcke und dem Texture Pack an sich. Das ist schon ganz cool. Deswegen ist mich würde es echt interessieren, wie ihr so zu Tattoo steht, weil ich habe schon verschiedenste Meinungen gehört und Alter, du kleiner Lilana. Du kleiner Lilana, was soll denn das? Was machst du da? Also wirklich, sowas machen wir hier aber nicht. Oh, ich wollte ihn einbauen. Okay, mein Mate steht drin. Mate, du schaffst das. Ich glaube an dich. Nein, er hat ein Schwert. Na, ich bin den Block hinten noch runtergerutscht. Und er ist aber auch runtergelaufen. Oh, das Bett hätte ich holen können. Das Ding ist so, zum Beispiel ein Kumpel von mir will unbedingt seinen ganzen Rücken voller Tattoos haben, was ich persönlich zu viel finde, aber muss ja jeder für sich finden, wissen. Nur so, der ganze Rücken voll ist halt so ein bisschen,
übertrieben. Wisst ihr, was ich meine? Grün lasse ich mal in Ruhe. Ich glaube, die Hauptsache ist jetzt, dass so, oh lol, dass wir die Bow-Spammer holen, der da auch schon wieder hinten steht und ordentlich seinen Bogen ablässt. Das Gute ist, ich habe, glaube ich, einen relativ guten Random-Mate erwischt, der auch ordentlich wenigstens ein bisschen was kann, wisst ihr? Der ein bisschen die Kontrolle mit mir über das Game haben kann, wird. Und da ist er weg. Geil, wir werden, das Ding ist, wir haben Goldplayer schon wieder in der Runde und werden von allen Teams getargetet. Das sieht schon wieder nach einer echt spaßig werdenden Runde aus. So, V1 ist weg und nein, so der will halt auf seinem Rücken so heftig Flügel und sowas haben, wo ich mir halt so denke, yo, aber wisst ihr, die haben halt nichts, die sagen halt nichts aus und wenn ich mir was tätowieren lasse, was ein Leben lang bleibt, dann will ich doch auch irgendwas haben, was mich an was erinnert, was mich an was erinnert, was mich vielleicht motiviert oder anspornt, etwas zu tun oder irgendwas Spezielles, aber doch nicht Flügel. So, hä? Und, oh Bruder, der Bogen geht mir echt auf den Sack. Nein! Oh, ich hätte beinahe den Hit bekommen. Ich habe auch einen Pfeil in der Luft stecken. Sieht ganz interessant aus. Das Ding ist, was ich mir halt so richtig heftig vorstellen könnte, wäre zum Beispiel ein Spruch oder ein Charakter oder irgendwas, was halt, wie gesagt, was ausdrückt. Ich finde, das sollte immer was ausdrücken. So, auch wenn ich es wahrscheinlich jetzt schon zum 10. Mal erzähle. Es sollte definitiv was ausdrücken. Und jetzt, Junge, leg doch mal deinen Bogen weg und du bist permanent am... Wisst ihr, ich habe im letzten Video, ich weiß nicht, ja, im letzten Video, für euch im vorletzten Video, mit Bogen gespielt. Eine Runde lang, wo ich einfach mal einen Bogen in die Hand genommen habe und halt ein bisschen Spaß hatte mit dem Bow, wisst ihr. Und da haben sich manche in den Kommentaren aufgeregt, dass ich mich ja über Spammer aufrege und dass ich ja selber nicht besser bin. Aber Leute, kurz mal Rückblende. So habe ich gespielt und so spielt er. Muss ich noch viel sagen? Und Junge, ich reiß dir den Bogen aus der Hand, Alter. Wenn die uns bekommen, Leute, wenn die uns bekommen, dann werde ich ein Video hochladen, was nur den Clip enthält. Nur den Clip, diesen 12-Sekunden-Clip, wo der Typ uns holt. Und das meine ich for real jetzt. Das ist keine Scheiße, die ich jetzt laber. Vor allem, er steht halt penetrant vor dir und ist halt nur mit dem Bogen am Hantieren. Das Beste wäre, wenn du jetzt mal auf ihn zukommst und den Hit hittest, dass er einfach aus Ekelhaftigkeit das Web setzen wird und halt so überlebt. Bruder. Bruder. Revi. Revi. Revi, der Server, auf dem Bögen gefühlt verboten waren, Alter. Auf dem du so geflamed wurdest, wenn du Bogen in der Hand hattest, würdest du sowas. Und sorry, Mate, fürs Einbauen an der Stelle. Er baut sich höher. Ich hasse dich. Ich versuche, deren Bett jetzt zu holen. Weil ich glaube, vor allem das Ding ist, für euch ist es halt überhaupt nicht geil, wenn die ganze Zeit ein Typ hier steht, der mich tot spammt, gegen den wir nichts machen können. Das, wisst ihr, das ist ein Video, das ist nicht mal cool für euch so. Und ich weiß auch nicht, warum wir das in Videos immer wieder hinbekommen, dass irgend so ein Spaten uns halt die ganze Zeit, sein Bogen ist kaputt. Junge, das hast du so verdient. Wie wir es halt immer wieder schaffen, dass irgendein Typ mit einem Bogen uns spammt, die ganze Zeit lang, also wirklich die ganze Zeit, sowas, was, warum, wozu, Bruder, das Ding ist, er hat ja versucht vorzukommen, aber er hat es nicht richtig versucht, wisst ihr, was ich meine? So, holy shit, so, und du, kleiner, kurzer Gefühlsausbruch, Leute, ich muss sie auch mal haben. Das Ding ist, wisst ihr, ich bin dann immer noch so ein Typ, der sich halt nicht mal dann einen Bogen... Der sich halt dann nicht mal selbst einen Bogen von einem Gold kauft oder so, sondern der halt einfach versucht, normal weiterzuspielen und hofft, dass die Typen einfach den Bogen aus der Hand legen. Aber wisst ihr, worüber ich froh bin? Ich bin echt froh, dass Gelb wenigstens Spieler sind, die erkennen, dass das zwei Spaten sind, die da spielen und dass die dann auch auf die Bowspammer wenigstens gehen und nicht die ganze Zeit auf uns. Das ist wirklich... Ich bin einfach gerade absolut brain AFK, oder? Und ist der Typ gerade mit der Hand zu uns gerannt? Ich glaube, das war sogar Glück im Unglück, dass ich runtergesprungen bin, aber er sollte keine Picke gehabt haben. Ich bin gerade so voll im Redefeeling, wisst ihr? Ich konzentriere mich gerade so voll, also ich konzentriere mich nicht drauf, aber ich konzentriere mich halt darauf, sauber und gut zu reden vor allem, dass ihr es auch klar und deutlich versteht und trotzdem halt noch ein gutes Gameplay hinzulegen. Und fick dich im... Nein!
Gelb, oh mein Gott. Huh! Du, das war aufregend. Das Runterspringen war jetzt beabsichtigt. Dessen ist uns die ganze Runde doch am Ende, glaube ich, sehr gut gelungen. Mein Mate hat das Bett. Vielleicht darf ich mir hier kurz ein paar Kills ziehen oder mein Mate holt sich sie. Ich schlag mal von oben mit rein, werde natürlich weggeschlagen, man kennt's. Und dann hoffen wir mal, dass die Runde jetzt vorbei ist. Ja, super. Das war wieder mal eine sehr aufregende und tolle Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Franz, du kleiner Ehrenmann. Ja, komm, dreh dich.